Frankfurt Ostend. Dynamisch, anders, ein Stadtviertel, viele Perspektiven. Ach, seitdem die EZB hier ist, hat es, glaube ich, viel getan. Viel Tourismus, viele Leute. Das Klima ist gut hier auf jeden Fall. Sie hat ihr ganzes Leben hier verbracht. Heike Klauer hat einen besonderen Blick aufs Ostend. Man merkt, dass andere Menschen in das Viertel gezogen sind, die es so früher nicht gab. Früher war das schon so eine reine Arbeitergegend. Früher da war alles grau, Spielen im Ostend unmöglich, fast. Meine Eltern haben mir zum Beispiel in meine Kinderzimmertür eine Schaukel aufgehängt. Da habe ich dann immer zwischen Flur und Kinderzimmer geschaukelt und das war so mein Spielplatz. Mit der EZB kam der Umbruch, ein Impact, der es in sich hat, vor allem was den Wohnraum angeht. Das Ostend ist mittlerweile ein Paradebeispiel für Gentrifizierungsprozesse, weil sowohl der Zuzug unmöglich geworden ist, also die Angebotsmieten sind im Ostend so hoch, dass Haushalte mit unteren und zum Teil auch mittleren Einkommen in dem Ostend keinen Wohnraum mehr finden können. Dieses Lokal am Hafen war schon vor der EZB da. Der Betreiber verschaffte dem Ostend damit einen kleinen Imagewandel. Die Revolution kam aber mit dem Turm. Man hat das antizipiert, dass das hier einen riesen Impact gibt, dass es sich auf einmal alles ändert. Jetzt ist natürlich Corona dazwischen gekommen. Seitdem ist der Turm natürlich leer, die Herrschaften machen Homeoffice. Das heißt, der direkte Einfluss ist geringer geworden. Das Ostend. Kein anderer Frankfurter Stadtteil hat sich so rasant verändert wie dieser. Viele neue Orte, viele Menschen. Jeder mit einem anderen Blick darauf.